Ja, nochmal was zu E-Funktion ableiten. Ich verlinke euch am Ende des Videos auch die komplette Playlist direkt, wo ihr reinhüpfen könnt, von vorne bis hinten. Und ein Video mit der Übersicht, so die Basis zum Ableiten. Die E-Funktion selber, das ist ja eine der schönsten Funktionen, mit der Basis E hoch x, ne, und E die eulersche Zahl, 2,7 Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und ihr bekommt ja immer irgendetwas dann in Kombination, also sowas wie e hoch 2x oder 3e hoch x Quadrat, sowas. Und dann eben auch noch kombiniert mit 3x mal e hoch x Quadrat oder e hoch 2x minus 4e hoch minus x und noch irgendwie eine Zahl davor. Keine Panik. Wenn ihr so das Grundsätzliche habt, ich reiße es jetzt hier nochmal kurz an. Das ist jetzt also jeweils hier f und die Ableitung, ganz grob, e hoch x. Ne? Das ist ja das Faszinierende eigentlich, wo viele dann immer gedacht haben, oh, dann muss ich immer nur das Gleiche hinschreiben, dann muss man aber ein bisschen aufpassen. Wenn oben im Exponent noch etwas ist, ja, dieser Ausdruck bleibt, aber ich muss multiplizieren mit der Ableitung vom Exponent. Keine Sorge, ist alles in dem Übersichtsvideo drin, aber auch in verschiedenen anderen Videos mit Beispielen. Vier, fünf Stück, dann kommt man da easy durch. Hier ist so eine Geschichte, da erkennt man, oh, da wird noch was multipliziert, ist aber in Anführungsstrichen nur eine Zahl. Deshalb kann ich erstmal sagen, das bleibt so, aber ich muss noch multiplizieren mit der Ableitung vom Exponent, das wäre 2x. Und hier könnte ich dann das Ganze als 6x mal e hoch x Quadrat hinschreiben. Da sieht man dann schon erste Ableitung. Und wenn ich das wiederum ableiten müsste für die zweite Ableitung, dann haben wir einen Ausdruck, wo wir Paket mal Paket haben, so nenne ich es mal, aber bei beiden Paketen eine Variable. Also brauche ich U-Teil und V-Teil, die Produktregel. Das wäre dann in dem Falle jetzt auch angerissen. Erster Teil abgeleitet ist 3 mal zweiter Teil übernommen plus erster Teil übernommen mal zweiter Teil abgeleitet. Das wäre dann 2x mal e hoch x Quadrat. Wirklich nur den Teil für sich betrachtet und abgeleitet. Manche schreiben sich die Formel dann auch noch hin. U' mal v plus u mal v'. Und an der Stelle, auch da habe ich noch zwei, drei Videos mit Beispielen, wenn man die Produktregel anwenden muss, was kann ich jetzt an dieser Stelle machen? Die einen klammern direkt eine Zahl und den E-Teil aus, andere sagen sich, hier ist das Pluszeichen, dann habe ich links davon einen Teil, rechts davon einen Teil. Deshalb kann ich das Ganze jetzt noch so hinschreiben, e hoch x Quadrat, klammere ich aus, bleibt übrig 3 plus und 3x mal 2 ist 6x. Ja, also das wäre hier f von x und das wäre dann f' von x. Und dann nicht durcheinander kommen. Ja, viele haben oftmals damit dann gerechnet, dann kommt so ein Ausdruck, der sieht vermeintlich komplizierter aus, ist aber eigentlich gerade fürs Ableiten wesentlich einfacher. Also wenn das hier jetzt, ich nenne es jetzt mal g von x wäre, dann wäre g' von x einfach nur zweimal, die 2 kann ich behalten, mal, und jetzt leite ich, ne, hier steht ein Paket minus ein weiteres Paket, also nicht multipliziert, keine Produktregel, sondern separat abgeleitet. Das wäre wieder, ne, nach den Vokabeln 2 mal e hoch 2x. Und die Geschichte hier jetzt, da muss man ein bisschen aufpassen, die Ableitung vom Exponent ist minus 1, weil das wäre minus 1 mal x. Also minus 1 die Ableitung ergibt dann plus 4 e hoch minus x. Die nächsten sagen sich, ich multipliziere die 2 lieber rein in die Klammer. Na, dann wäre es erstmal wieder g von x, noch nicht die Ableitung. Und ihr habt dann da 2 e hoch 2x minus 8 e hoch minus x. Und die Ableitung wäre, wenn es jetzt so da steht, der Teil abgeleitet, ne? Ableitung von oben, vom Exponent ist 2, nach vorne multipliziert, 4e hoch 2x minus 1 wäre plus 8e hoch minus x. Dann sagen manche, das ist doch hier was ganz anderes als das, was da steht, aber wenn ihr die 2 jetzt hier rein multipliziert, habt ihr genau das Gleiche. Also nochmal angerissen, hier so zwei
Klassiker gegenübergestellt. Jetzt kann ich noch die Quotientenregel, könnte ich noch einbauen. Wie gesagt, irgendwo kommt jetzt noch der Link. Und mit den Grundvokabeln, mit dem Grundverständnis kommt er da eigentlich easy durch.